Boah, es ist Stau, es geht nichts mehr vor einem Autos, neben einem Autos, hinter einem Autos und es geht keinen Zentimeter vorwärts. Jetzt ist aber die Schlüsselfrage, was darf man eigentlich in dieser Situation und was darf man nicht? Und das werden wir in diesem Film beantworten. Um Kompetenz am Tisch zu haben, habe ich hier natürlich wieder Felix. Wir gehen ja hier immer ins Duett an die Sonderthemen ran und da wollen wir auch mal testen, ob es vielleicht sogar ein, zwei Punkte gibt, wo selbst du, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, schauen wir mal. Worum geht's? Wir stehen im Stau, das ist eine Sondersituation und da gibt es einige Punkte. Darf man jetzt telefonieren? Wie ist das mit dem Anstand? Was darf man nicht? Die habe ich jetzt hier in 10 Punkten einfach mal zusammengeschnellt. Als allererstes, man steht oder fährt sehr langsam, Staudefinition. Wie sieht es denn mit der Anschnallpflicht aus? Darf man sich abschnallen oder darf man sich nicht abschnallen? Nein, ich würde sagen, solange das Fahrzeug in Bewegung ist, beziehungsweise solange der Motor läuft, muss man angeschnallt sein. Ja, würden die meisten antworten, stimmt so tatsächlich nicht. Die Anschnallpflicht, die ja zu, weiß nicht, seit 20 Jahren besteht, sagt ganz klar, beim Rückwärtsfahren, beim Stehen und bei Schrittgeschwindigkeit muss man nicht angeschnallt sein. Somit wäre es theoretisch wirklich möglich, sich abzuschnallen. Okay. Während eines Staus, Achtung, ich bin mehrfach einem Mythos begegnet, wer hochschwanger ist, also ich meine jetzt nicht mehr, aber da gibt es den Mythos, dass man sich auch abschnallen darf, prinzipiell bei der Fahrt, das stimmt allerdings nicht. Achtung, wer im Stau sich abschnallt, sollte es, wenn es dann glücklicherweise wieder vorwärts geht, bitte nicht vergessen, sich wieder anzuschnallen, ja, weil das ist dann keine Ausrede vor der, ja, Polizei. Ja. So, nächster Punkt. Wir stehen im Stau, Schrittverkehr oder wir stehen, es klingelt das Telefon. Wie ist denn das mit Telefonieren? Na, hoffentlich ist das Handy über Bluetooth oder ein anderes Kopplungssystem. Freisprech geht immer, da, genau, hast du recht. Ja, dann dürfte es kein Problem sein. Aber auch hier würde ich sagen, solange ich in Bewegung bin, beziehungsweise solange der Motor läuft, so würde ich es definieren, ist ein Handy in der Hand, also auch um irgendwelche Nachrichten zu lesen, tabu. Gibt es eine ganz einfache Formel? Ja. Wenn Motor aus, dann ja. Genau. Also wir stehen, du tust den Motor ausschalten, ja, es klingelt, du willst eine SMS schicken, dann darf man es. Ja. Sobald der Motor läuft, Ende Gelände, ja, und Achtung, Handy am Steuer. Gibt auch ein bisschen Geldstrafe, ja, sollte man verhindern. Ja. Der nächste Punkt ist, wir haben ein Linksüberholgebot. Jawohl. Jetzt ist man bei zähfließendem Verkehr oder gar wenn die eine Spur steht, ja gar nicht oft in der Situation, links zu überholen, weil, ja, zum Beispiel die linke Spur steht und in der Mitte geht es weiter. Ja. Was würdest du da schätzen? Dass ich quasi rechts überhole. Genau. Also weil meine Spur schneller ist wie die linke. Darfst oder? Du oder darfst du nicht? Ja, natürlich. Richtig, gibt es auch eine klare Faustformel. Klar, wenn eine Nachbarspur steht, darf ich natürlich weiterfahren, sonst würde ich ja den Stau noch verschlimmern. Man kann grob sagen, man darf tatsächlich auch auf der Autobahn rechts überholen, solange es nicht schneller die gesamte Geschwindigkeit von 60 km/h ist. Das ist eine Faustformel, also so wie man in der Stadt eigentlich, ja, fährt. Und man darf auch nicht schneller als mit mehr als 20 km/h überholen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt, weil, ja, ja, das wird schon ein bisschen schwierig dann zu messen. Das sind Werte jetzt aus der Gesetzgebung. Sprich, wenn wir sehr, sehr langsam unterwegs sind, kann man natürlich auch rechts überholen. Aber nicht auf dem Standstreifen, logischerweise. Da kommen wir noch dazu. Wichtiger Punkt. Nächster Punkt, Rettungsgasse. Ja. Da haben wir gemerkt, ungefähr vor 6, 8 Jahren gab es richtig Kampagnen, weil wir gemerkt haben, wir Fahrer in Deutschland wissen nicht mehr, was eine Rettungsgasse ist. Ja. Rettungsgasse heißt, die ganz linke Fahrbahn muss bei Stand oder bei langsamem Verkehr möglichst nach links und die rechts benachbarte Fahrbahn muss wirklich weit nach rechts, um dort mit dem Fahrzeug durchfahren zu können. Achtung, nicht nur wenn man steht, auch bei stockendem Verkehr. Ja. Und wer dagegen verstößt, das sind bis zu 320 Euro auch Strafe, die, ja, tatsächlich auch mitunter aufgerufen werden, ja, sollte man nicht unterschätzen. Zu Recht. Und Felix, können wir ja auch nur sagen, es ist ja nicht Schikane, sondern wenn es drauf ankommt, wenn man schnell einen Krankenwagen oder ein Feuerwehrauto braucht, dann braucht man es einfach und, ja, das ist ja auch gut. Ja, ich habe noch eine Ergänzung dazu. Unser neuer Nissan Qashqai hat nämlich einen Rettungsgassenassistent. Das habe ich jetzt noch nicht gehört. Tja,
Mir hast du mal wieder nicht vorgestellt. Ja, das ist tatsächlich erst mir vor kurzem begegnet. Und das heißt, dass der Rettungsgassenassistent sämtliche Assistenzsysteme deaktiviert, um eben die Rettungsgasse zu ermöglichen. Um zum Beispiel nicht jemanden in den Wahnsinn zu treiben, weil man ständig piepst. Genau. Nächster Punkt, gar nicht so einfach. Wann darf man denn aussteigen in einem Stau? Wir reden natürlich, klar, wenn wir in Bewegung sind, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren. Aussteigen, Autobahn geht gar nicht. Aber wann darf man auf einer Autobahn aussteigen? Dann würde ich jetzt spontan auch sagen, gar nicht. Doch, natürlich eine Situation gibt, wenn man drüber nachdenkt, zur Sicherung einer Unfallstelle darfst du aussteigen, also bald Gefahr im Verzug ist. Ja. Jetzt gibt es ein bisschen ein ungeschriebenes Gesetz. Wir haben eine Vollsperrung, man steht seit einer Stunde, da dreht jemand durch, die Beine schlafen ein, die berühmte Pipi-Situation. Mitunter nicht offiziell drückt die Polizei dann auch in so einer Situation zwei Augen zu und wird nicht mit der Strafkeule kommen. Prinzipiell Autobahn aussteigen geht gar nicht, natürlich außer zur Sicherung der Unfallstelle. Ja. Engstelle, Reißverschlussverfahren. Gehört auch mit in diese Reihe, ist auch in der Stausituation oft ein Thema. Und hier muss man noch mal ein bisschen sensibilisieren. Ich fahre auf der rechten Spur, er fährt auf der linken Spur. Rechts ist C-Fliehen, links ist es eher frei, er fährt an mir vorbei. Ich schmoll, der schuft, der fährt einfach links an mir vorbei in dem Stau. Dann treffen wir uns vorne beim Einfädeln und ich sage aus Protest, nein, ich lasse dich nicht rein, du bist ja einfach nach vorne gefahren. Ja. Es ist total korrekt und so gewollt, dass jede Spur bis zur Engstelle nach vorne fährt. Sie tun, oder ich würde damit Felix völlig Unrecht tun, und dann tun wir abwechselnd uns einfädeln. Achtung, kleiner Hinweis, würde ich ihn nicht reinlassen und er sagt dann, ist mir egal, ich habe ja hier Reißverschluss, ich ramme ihn jetzt rein. Es gibt natürlich schon noch die Spurwechselvorgaben, also theoretisch wäre ich jetzt wirklich so doof, wenn ich sage, ich lasse dich nicht rein, müsstest du tatsächlich auf den nächsten Autofahrer fahren, aber das nur am Rande. Sonderfall, der nächste Punkt, Motorräder. Ja. Ich glaube, Walders, da sind viele, die schon Motorrad gefahren. Bei dir bin ich nicht. Nein, ich habe die Affinität. Aber ich glaube, der Marv von der Marke. Ja, ja. Nicht-Motorradfahrer, so wie ich, sind ja durchaus auch manchmal am Schmollen mit Motorrädern und am Schimpfen. Jetzt muss ich, bevor wir zu dem Punkt kommen, allerdings sagen, Stau, Autobahn, Hitze, Sommer, Motorrad, Lederkleidung, Schwarz, Helm ist eine sehr schlechte Kombination. Ist es wirklich. Also ich glaube, da hat schon so mancher Motorradfahrer auch wirklich mit Hitzeschlag vom Motorrad gehauen, somit etwas großzügig mit dem Schimpfdrahten gegenüber Motorradfahrer sein. Aber was darf ein Motorradfahrer im Stau? Darf er links überholen? Darf er die Rettungsgasse benutzen? Darf er auch die Rettungsgasse darf er nicht benutzen, würde ich mal sagen. Standstreifen auch nicht. Der darf sich halt da, wo ausreichend Platz auf der Fahrspur ist, darf er sich fortbewegen. Würde ich jetzt mal sagen. Unwissentlich. Ja, du hast in sich recht. Für den Motorradfahrer gelten natürlich die gleichen Regeln wie für ein Auto. Er kann sich auch nicht fröhlich durchschwingen. Er darf nicht die Rettungsgasse nehmen. Er darf nicht standstreifen. Tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema verkehrsrechtlich beschäftigt, gäbe es eine Sondersituation. Er könnte ganz links, wegen Linksüberholverbot, versuchen, ganz links zu fahren. Nur durch die Rettungsgasse ist das normalerweise zu und er hat nicht mehr den notwendigen Abstand dazu. Somit habt bitte Mitleid für Motorradfahrer bei einer Vollsperrung im Hochsommer, aber da müssen sie durch, die haben dort keine Sonderrechte. Ne? Rückwärtsfahren, Autobahn, da fängt sogar an zu lächeln, da dürfte man sich klar sein, dass es da wahrscheinlich nicht sehr viel geht. Kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen oder schwer vorstellen, dass ich auf der Autobahn rückwärts fahre. Klar, das wäre natürlich lebensgefährlich in Normalsituationen. Es gibt eine ganz klare Ausnahme, wenn die Polizei es anordnet. Also wenn Sie eine Vollsperrung haben und sagen, nach hinten abfließen lassen. Lassen Sie 200 Meter zurückfahren, um Sie über einen Seitenabfluss von der Bahn zu kriegen, dann geht natürlich rückwärtsfahren, aber ansonsten gar nicht. Das ist auch ein schweres Vergehen. Darauf sollte hoffentlich niemand auf die Idee kommen. Jetzt kommt aber ein kleiner Sonderfall, dem ist nicht jeder bewusst. Wie sieht es denn aus mit dem Standstreifen? Ja, ich habe ja vorhin gesagt, der ist nicht zu befahren. Ja, wann, wofür ist er dann da, dass man einfach ein bisschen Fläche hat? Na, da ist ja mal im ersten Moment da, wenn es eine Panne gibt und ich es nicht auf den nächsten Parkplatz schaffe, dann habe ich hier die Möglichkeit auszuweichen, ohne den fließenden Verkehr zu behindern. So, und jetzt habe ich eine Stausituation. Ne, sag mir's. Es gibt tatsächlich zwei Ausnahmen. Das eine ist klar wieder Sonderfall, die Polizei hat das Recht. Ja.
anzuzeigen. Ihr sollt den Standstreifen benutzen. Vielleicht auch zum Ausweichen um eine Gefahrstelle oder so. Ja gut, wenn ich eine Vollbremse machen soll, dann darf ich natürlich auch auf den Standstreifen, bevor ich hinten drauf krache. Das wäre eine Sondersituation, die ich nicht berücksichtigt habe. Die zweite ist aber, es gibt ein Verkehrsschild und ich wette, fast alle, die wir unsere Führerscheinprüfung schon vor langer Zeit gemacht haben, die klar anzeigt, wir dürfen in einer Stausituation den Standstreifen benutzen. Ich bitte den lieben Julian, der meistens diese Filme schneidet, dieses Schild einzublenden. Man sieht mehrere blaue Pfeile und dann einen Strich und einen blauen Pfeil. Der sagt, Stau, stockender Verkehr, dürft ihr den Standstreifen benutzen. So ein Schild sieht man zum Beispiel auch oft bei Baustellen, wo man mit dazu benutzen muss. Letzter Punkt. Aber sehr wichtiger. Es ist sowieso schon ärgerlich, wenn einem bei der Fahrt der Sprit ausgeht. Ja. Und Achtung, es ist kein Kavaliersdelikt. Wenn einem die Polizei erwischt, dass man auf der Autobahn am Standstreifen steht, weil einem der Sprit ausgegangen ist, dann gibt es richtig Ärger. Ja. Das ist eine schwere Verkehrsbehinderung, da kennen die gar nichts. Achtung, jetzt gibt es ja den Sonderfall, ich stehe im Stau, ewig, Winter, lass den Motor laufen und mir geht schlicht und ergreifend der Sprit raus. Weil wenn ich ein paar Stunden im Stau stehe und da mein Motor tuckert, ist ja mal ein bisschen Sprit auch weg. Das ist dein Problem. Ist man verantwortlich. Ich sage ganz klar der Gesetzgeber, ihr habt so viel Sprit im Tank zu haben, dass ihr auch in der Stausituation es aushalt, stundenlang auch im Auto verhalten zu können. Da sagt die Polizei nicht, jetzt geht. Bevor wir jetzt böse Kommentare kriegen, wenn die A5 73 Tage gesperrt ist und man nicht rauskommt, dann natürlich nicht. Aber Normalsituation, man bleibt liegen, während eines Staus, weil einem der Sprit ausgeht, schwere Verkehrsbehinderung, Stress, somit Achtung, mit der roten mit der Nadel auf dem roten Bereich im Stau fahren, dann hat man ein Problem, da ist man verantwortlich, das nicht zu tun. Ich hoffe, wir haben einen guten Überblick gegeben. Ja. Wer noch Fragen hat, ab in die Kommentare. Haltet euch dran, manche Sachen waren ja überraschend, selbst du hast gedacht, absolut. Ich darf mich da sogar mal anstellen, man darf ja was. Immer wieder gut, so einen Leitfaden zu haben und das ab und zu hören, was einfach richtig ist, was sich gehört und das gehört mit Sicherheit dazu und eine Situation, die unumgänglich ist, wo man freiwillig, unfreiwillig reinkommt. Treffer. Wenn Fragen sind, ab in die Kommentare, wir haben es bis heute geschafft, auch wirklich jedes Kommentar zu beantworten. Wie ihr merkt, wir machen ja nicht nur leidenschaftlich Filme, insbesondere um die Marken Nissan und Hyundai, sondern machen auch viele Filme rund um die Themen Mobilität vom Fahrradträger über was hilft gegen Marder, warum fahren Elektroautos im Winter weniger weit. Auch wenn ihr einen Wunsch habt, hey, macht doch darüber mal einen Film. Gerne. Lasst es uns wissen. Dann nehmen wir es an und dann sagen wir, hoffentlich sehen wir uns bald wieder hier im Autohaus Walter YouTube-Kanal und dann dickes Dankeschön. Bis hoffentlich bald. Ciao, ciao.